Hallo, einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt. Die Honigmann-Nachrichten vom 15. Januar 2016 mit der Nummer 766. Rayleigh. Unser Darm übernimmt sehr wichtige Aufgaben im menschlichen Körper. Die enthaltenen Mikroorganismen haben verschiedene positive Auswirkungen, wie beispielsweise die Versorgung mit einigen Vitaminen oder die Unterstützung der Verdauung, erklärten amerikanische Forscher der North Carolina State University. Ihre aktuelle Studie zeigte jetzt, dass Antibiotika die positiven Darmbakterien bekämpfen, Antibio sagt schon alles, und somit unsere Darmflora schädigen können. Bei Tieren und Menschen ist die Darmflora eine sehr komplexe Gemeinschaft von Mikroorganismen. Es wird geschätzt, dass der menschliche Darm nicht weniger als 100 Billionen solcher Mikroorganismen enthält. Seit einiger Zeit sei bekannt, dass die Verwendung von Antibiotika, also gegen das Leben, sich auf die Darmflora auswirke, fügten die Mediziner hinzu. Ja, dann sollten sie doch mal darauf umsteigen, sich selbst die Antibiotika herzustellen, mit Meerrettich und mit Zwiebel und mit all den scharfen, normalen Sorten, die es zu kaufen gibt, und sich selbst ein Gebräu herstellen. Das Rezept war schon ein paar Mal im Netz. Wenn es gemocht ist, kann ich es gerne nochmal einstellen. Thailand. In einer Zeit, in der das Entschlüsseln von Geheimnissen zum Überlebensfaktor der Wirtschaft, Medizin und auch in menschlichen Zweigen wie Religion und Philosophie geworden ist, haben vielleicht die Erkenntnisse unserer Vorfahren eine neue Bedeutung erlangt. Parapsychologie und Esoterik sind heute Schlagworte, welche allein durch die Existenz schon einen Zeitgeist andeuten, der sich auf Dauer auch der Denkweise unseres wissenschaftlichen Ursprungs zuwenden muss. Ein wissenschaftlicher Ursprung, der uns daran erinnern kann, dass der menschliche Geist in der Lage war, sich gegenüber einer feindlichen Umwelt als Überlebensfaktor durchzusetzen. Die Macht der Gedanken ließ Religionen entstehen und Begriffe wie Telepathie, Psychokinese, Magie oder Spiritismus können noch heute unsere Neugierde beflügeln. Um Interessierten die Möglichkeit zu geben, mit mehr Kenntnissen der Sachgebiete diese Gruppierungen kritischer zu betrachten, hat Rainer Niesen ein Buch geschrieben, Bios Logos, das ist aber schon ein paar Jahre alt, aber interessant ist es trotzdem, Lehre des Lebens. Das Besondere dabei ist die Gehaltstiefe der angeführten Thesen und Experimente. Nahezu wissenschaftliche Erklärungen anhand von Skizzen sowie praktische Übungen werden hier von Niesen dargelegt. Montreal Ölpreis. Der Ölpreis könnte laut Haley McCroft, Leiterin Rohstoffanalyse bei der Investmentbanksparte der Royal Bank of Canada, nach den jüngsten Preiseinbrüchen weiter fallen. Kurzfristig kann der Preis sogar unter die 20-Dollar-Marke für ein Barrel beim Nordseeöl Brent fallen, sagte Croft dem Handelsblatt. Derzeit kostet das Barrel etwas mehr als 30 Dollar. Da wird auch der Preis künstlich hochgehalten, hundertprozentig. Das Schlimme ist ja, dass so viele sich daran immer noch eine goldene Nase verdienen, die sich daran beteiligen, beziehungsweise beteiligt werden müssen, ansonsten ginge das ja gar nicht. VSA Welt. John Embry. Es war in jedem Fall eine interessante Eröffnungswoche für 2016. Vermutlich war das die schlechteste Woche, die der VS-Aktienmarkt jemals erlebt hat. Das deutet auf nichts Gutes für den Rest des Jahres hin, denn historisch gesehen neigen die Märkte dazu, dem Trend zu folgen, der sich in der ersten Jahreswoche gebildet hat. Die Wall Street macht in ihrer abscheulichen Art weiter, während die große Mehrheit der Bevölkerung erkennen muss leider, dass ihr Lebensstandard langsam implodiert. Wenn also die nächste Schuldenkrise einschlägt, das erwarte ich sehr bald, dann werden die Zentralbanken ohne Munition dastehen, mit der einzigen Ausnahme ungehemmter Geldschöpfung. Das ist aber keine wirkliche Lösung, denn es wird die Krise nur rapide verschärfen. So schaut's aus. Washington, VSA. In Übereinstimmung mit dem 10-Jahres-Plan der Organisation der Islamischen Zusammenarbeit zur Umsetzung der VN-Resolution 16-18
oder für manche gern Slash 18, die jedwede Kritik am Islam weltweit verurteilt, hat das amerikanische Repräsentantenhaus eine Resolution verabschiedet, die Gewaltheuchelei und hasserfüllte Rhetorik gegenüber Muselmännern in den USA verurteilt. Das ist nicht anders wie hier. Dieser Vorschlag kam kurz nachdem die Generalstaatsanwältin Lynch einen Artikel verfasst hatte nach dem Massaker von San Bernardino mit dem Versprechen, jeden strafrechtlich zu verfolgen, der sich wegen antimuslimischer Redebeiträge strafbar gemacht hat. Mein Gott, all solche Leute, die sowas noch raushauen, eure Zukunft kennt ihr gewiss. Glent St. Louis. Mein Lieblingsthema, der WWF. Eine gemeinnützige Organisation, die 1961 gegründet wurde, steht kurz davor, alles, für was sie ursprünglich eintrat, zu zerstören. Der WWF ist nicht, was er einmal war. Im kürzlich veröffentlichten Buch Panther Leaks, die dunkle Seite des WWF, legt der deutsche Autor Riesmann alles offen, von unverschämt hohen Gehältern der wohltätigen Einrichtung bis zu seiner jüngsten Partnerschaft mit dem Agrochemieriesen Monsanto. Und so betrifft es nicht nur den WWF, sondern all diese sogenannten schönen Institutionen, die wir aus dieser oberen Ebene kennen. Wen wundert es dann noch, dass Monsanto da auch die Finger mit im Spiel hat? Brasilien. Wieder mal hat Brasilien 2015 Rekordernten eingefahren. Allen voran steht die Sojabohne, die gemessen an der Erntemenge beinahe die Hälfte der wichtigsten 26 angebauten Kulturen des südamerikanischen Landes ausmacht. Der absolut überwiegende Großteil des in Brasilien angebauten Sojas stammt logischerweise von Gentech-Saatgut. Das ist der Hammer. Sie müssen es genau machen wie Ungarn. Alles abbrennen. Alles, was anfangen wieder selbst anzubauen als Ursaat. Das muss einfach aufhören hier auf diesem Planeten. Es ist eine Schande. Quito. Auf der Tagesordnung des ecuadorianischen Parlaments steht diese Woche die Reform des Gesetzes zur sozialen und solidarischen Ökonomie. Wie die Parlamentspräsidentin Riva de Neira in einer Pressemitteilung bekannt gab, soll das bestehende Gesetz durch zahlreiche Änderungen verbessert werden. Israel-Schweden. Schwedens Außenministerin Wallström hat mit ihren anti-israelischen Äußerungen für massive Verärgerung in Israel gesorgt. Dort wurde sie nun zur unerwünschten Person erklärt. Israel hat beschlossen, seine Tür für schwedische Regierungsvertreter zu schließen. Auch wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, fange ich an, Israel zu bedauern. Sie sollen vor ihrer eigenen dreckigen Türe kehren. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Damaskus, Moskau. Russland und Syrien haben erstmals einen gemeinsamen Kampfeinsatz gegen die Terrormiliz Daesh, also Islamischer Staat, IS, geflogen. Den Angaben zufolge wurden russische Erdkampfflugzeuge während des gesamten Einsatzes von zwei syrischen Jägern abgesichert. Am Vortag habe eine Gruppe syrischer Piloten den russischen Luftstützpunkt Haymin bei Latakia besucht, um Regeln des Funkverkehrs während des gemeinsamen Einsatzes abzusprechen, hieß es. Türkei. Bei einem Anschlag im Südosten der Türkei sind mindestens 5 Menschen getötet und 39 weitere verletzt worden. Nach Angaben örtlicher Behörden war zunächst eine Autobombe in der Stadt China in der Provinz Diyarbakir detoniert. Anschließend sei eine Polizeistation mit Schusswaffen und einem Raketenwerfer angegriffen worden. In der Türkei ist ein bisschen der Teufel gerade los, als wenn sie alle ein bisschen am Rad drehen. Da ist Satan hochgradig unterwegs. Jakarta, Indonesien, Daesh. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat nach Paris und Istanbul nun auch in Indonesien zugeschlagen und das Leben zahlreicher Zivilisten gefordert. Bei einem Anschlag mit Bomben und anschließenden Feuergefechten auf einen Starbucks-Café im Zentrum Jakartas kamen 7 Menschen ums Leben. Insgesamt griffen 5 IS-Mitglieder an. Tja. Tibet, China.
Dank der großen Unterstützung der Zentralregierung und anderen Regionen des Landes in den vergangenen 5 Jahren ist im autonomen Gebiet Tibet ein modernes Verkehrssystem auf- und ausgebaut worden. Während des 12. Fünfjahresplans sind in Tibet insgesamt 66,74 Milliarden Yuan RMB in den Straßenbau investiert worden. Währenddessen wurde auch die erste Autobahn in Tibet in Betrieb genommen, die erste Fluggesellschaft gegründet und der letzte Kreis in China an das Straßennetz angeschlossen. Russland Erdorbit. Russische Wissenschaftler haben ein Weltraummüllbewegungsmodell entwickelt, das die Wahrscheinlichkeit von Zusammenstößen von Satelliten mit Gegenständen, die auf einer erdnahen Umlaufbahn kreisen, verringert, so der Senior Research Fellow an dem Russland Zvenigorod Observatorium Bakhtigararev gegenüber der Nachrichtenagentur TASS. Der Apparat soll ermöglichen, eine Kollision zu vermeiden oder das Schrottteilchen so weit zu zerstören, dass keine Gefahr mehr besteht. Weltraumschrott ist mittlerweile zur Bedrohung für Satelliten geworden, weil große Mengen unbrauchbar gewordenen Materials, das auch durch das kontinuierliche Zerbersten größerer Teile entsteht und dadurch immer mehr Teile entstehen, besonders in der erdnahen Umlaufbahn kreisend. In den vergangenen Jahren ist die Schrottmenge um 30% gestiegen. Moskau, Türkei, Syrien. Die türkische Staatsführung beschuldigt Russland, also der Sultan, der Massenermordung von Frauen und Kindern in Syrien und lässt sich dabei zu schmutzigen Tricks herab, wie die amtliche Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa am Donnerstag sagte. Laut Sacharowa wollen türkische Amtspersonen mit ihren Äußerungen Russland vor den Augen der Weltgemeinschaft diskreditieren. Die russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte werden weiterhin beschuldigt, Luftangriffe gegen Zivilisten in Syrien zu fliegen. Es wird einfach gelogen, betrogen, umgedreht, richtig ist falsch, falsch ist richtig. Schön, Herr Erdogan, Sie haben sich auf was eingelassen, das kann ich Ihnen nur so sagen. Es ist frappierend, dass sich die Führung und das Außenministerium dieses Staates, wenn ich so sagen darf, zu solch schmutzigen Tricks wie die Beschuldigung unseres Landes der Massenermordung von Kindern, Frauen und älteren Menschen in Syrien herabgelassen hat, so die Außenamtssprecherin. Hier gelte offensichtlich das Prinzip, das vor mehr als 70 Jahren formuliert worden sei: Je unglaubwürdiger und schrecklicher die Lügen, desto glaubhafter würden sie wirken, so Sacharowa. Und damit hat sie vollkommen recht. Moskau, Russland. Die russische Staatsanwaltschaft hat das Open Society Institute und damit verbundene Organisationen des Finanzmagnaten George Soros für unerwünscht erklärt. Die Mitarbeit in den Soros-Organisationen steht für Russen künftig unter Strafe. Sehr gut, da die Aktivitäten, so die russische Justiz, die Verfassung Russlands bedrohen. Zahlreiche Analysten werfen Soros vor, eine besonders aktive Rolle beim Maidan-Putsch in der Ukraine gespielt zu haben. Und das hat er auch. Nachdem ein Moskauer Gericht vergangene Woche weitere Aktivitäten von Scientology in Russland untersagt hat und der sogenannten Kirche eine 6-monatige Frist setzte, das Land zu verlassen, wird es nun auch zunehmend ungemütlich für die berüchtigten Soros-Stiftungen im Land. Und das ist auch richtig gut so. Schmeißt sie alle raus, diese Strippenzieher und Hauptverantwortlichen für dieses Weltchaos hier. Donbass. Die ukrainischen Sicherheitskräfte verfolgen in der Pufferzone diejenigen Bewohner, die mit Kiews Positionen nicht einverstanden sind, wie der stellvertretende Generalstabschef der Donetsker Volkswehr Basurin zu Journalisten sagte. Anfang Dezember hatte die selbsterklärte Volksrepublik Donetsk die OSZE über die Einnahme einer Reihe von Ortschaften entlang der Trennlinie durch die ukrainischen Sicherheitskräfte informiert. Barcelona, Katalonien, Spanien. Bereits in seiner ersten Amtshandlung als gewählter Regionalpräsident Kataloniens zeigte der neue Regierungschef Puigdemont Format in Sachen Unabhängigkeit. Er verweigerte den Eid auf die spanische Verfassung
und den König in Madrid. Stattdessen ließ sich der bürgerliche Regierungschef auf das katalonische oder katalanische Volk vereidigen. Und das ist, glaube ich, der richtige Schritt. Die einzig wirtschaftlich Wichtigen sind die Katalanen. Ohne die Katalanen sieht es in Spanien sehr schlecht aus. Frankreich. In einer aktuellen Umfrage heißt es, dass der Front National gegenwärtig eine enorme Unterstützung seitens von französischer Polizei und französischen Militärs genießt. Die Zustimmungsrate beläuft sich jetzt auf 51,5%. 2012 waren es 30%. Die Kommentare der Insider zeigen, dass es nun zunehmende Sorgen unter der herrschenden Elite gibt. Das möchte wohl auch so sein. Im Grunde sagen sie, dass die sozialistische Regierung jetzt aufgrund des Terrorismus die Sicherheitskräfte unterstützen würde, die sich unterdessen ihrem politischen Hauptfeind zuwenden, Marine Le Pen. Und sie geben den französischen Sicherheitsbehörden immer mehr Macht und Möglichkeiten, um ihren Kampf gegen die islamistische Bedrohung erfolgreich zu führen. Finnland. Nicht nur in Deutschland finden sich immer mehr Menschen zu Bürgerwehren zusammen, um das zu tun, was eigentlich oberste Aufgabe des Staates ist. Ja, welchen Staat ist bei uns sowieso die Frage? Den Schutz seiner Bürger zu gewährleisten. Auch in Finnland hat der Immigrantenstrom und die damit verbundene geänderte Sicherheitslage zur Bildung von bürgerwehrartigen Gruppierungen geführt. Tja, das machen die Menschen ja hier Gott sei Dank auch langsam, weil wir können nicht drauf hoffen, dass uns hier überhaupt noch jemand beschützt. Die haben eher mit dem Knüppel auf uns, wirklich Deutsche. Schweden. Dieses Foto sollten sich alle Klatschaffen und Stofftierwerfer in Deutschland ansehen. So sieht eine 75-jährige Frau aus, nachdem sie von muslimischen Flüchtlingen vergewaltigt und schwer missbraucht wurde. Was muss in Europa noch alles passieren? Da bleibt ja wirklich immer nur noch die Luft stehen hier. Was muss in Europa noch alles passieren, bis die Völker endlich aufwachen und zu Millionen auf die Straße gehen? Foto selber anschauen, aber Vorsicht. Deutschland. Weil die deutsche, aber auch die österreichische Regierung weiterhin untätig in Bezug auf massenhafte Zuwanderung und damit auch Gefährdung sind, hat es sich der deutsche Verein Volkshilfe e.V. zur Aufgabe gemacht, Einheimische zu unterstützen. An mehreren deutschen Bahnhöfen wurden Informationsblätter zum richtigen Gebrauch von Pfeffersprays verteilt und die Abwehrmittel auch gleich an Frauen verteilt. Nur damit werden sie nicht mehr weit kommen mit Pfeffersprays. Ich glaube, der Zug ist durch. Man sollte sich echt bemühen, anderweitig Dinge für sich zu klären, womit man sich verteidigen kann. Landshut, Berlin. Der Landshuter Landrat setzt seine Drohung in die Tat um. Am Donnerstag schickte Peter Dreyer einen Bus mit Flüchtlingen aus seinem Landkreis nach Berlin zum Merkel. Das drohte Dreyer der Kanzlerin im vergangenen Herbst in einem Telefonat an. Wir schaffen das nicht, sagte der Landshuter Landrat Peter Dreyer im Telefonat mit Merkel im Oktober 2015. Damals drohte Dreyer der Kanzlerin, die Flüchtlinge in Bussen weiter zum Kanzleramt zu schicken, sollte die Krise andauern und noch mehr Menschen in seinen Landkreis kommen. Nach der Drohung machte der Landrat jetzt ernst. Und da hat dieser Langloten Lutz von den Bündnis 90 Grün, den Grünen, sich tatsächlich erlaubt, sich darüber so zu brüskieren, dass mir es vorhin bald schlecht geworden wäre. Dieser Heini sollte die doch bei sich selbst aufnehmen. Die Armen sind missbraucht worden, hat er sogar gesagt. Mein Gott! Mir fehlen langsam echt hier die Worte, was diese Politnicks da raushauen. Rheinberg. In der Stadt Rheinberg im Kreis Wesel wird der diesjährige Karnevalszug mit Verweis auf die Flüchtlingssituation abgesagt. Na klar, besser ist es. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Vorfällen wie in der Silvesternacht in Köln komme, hieß es. So viel zum Schutz bei uns. Da ist nämlich keiner mehr da. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Die gute Nachricht: Im vorgeschichtlichen Europa nördlich der Alpen existierten seit zig Jahrtausenden
Hochkulturen, die ihre Kulturimpulse und ihr wissenschaftlich fundiertes Weistum um den nordischen Sonnen- und Weltseelenkult jahrtausendelang auf verschiedene Kontinente und viele Völker ausstrahlten, woraus viele Ablegerkulturen hervorgegangen sind. Die Sonnen- und Säulenreligion der nordischen Atlanter ist mit großem Abstand die älteste Religion der Erde, wenn man es als Religion bezeichnen kann, die über viele Jahrtausende weltweit Verbreitung gefunden hat. Das Wissen darum ist das Fundament vieler anderer Kulturströmungen und Religionen sowie auch der wissenschaftlichen Esoterik. Selbst der Lebensbaum und das Sephiroth-System der sogenannten Kabbala und die erste Alphabetschrift stammen ursprünglich aus dem nordischen Kulturraum. Und die zweite gute Nachricht: Schaffe Ordnung in dir. Und dein Leben klärt sich als Folge hiervon. Die Unordnung, der Unfrieden und die Konflikte im Außen sind das Ergebnis und der Spiegel unserer inneren Unordnung, unseres Unfriedens mit uns selbst und mit unserer Vergangenheit. Wenn wir die Zustände im Außen, im Körper, in unseren Partnerschaften, Familien, Firmen und anderen Gemeinschaften ändern wollen, dürfen wir unsere Verantwortung für unsere inneren Zustände und Energien, also Gedanken, Gefühle, Verstrickungen, verschlossenes Herz und anderes, erkennen und übernehmen, in uns Ordnung schaffen. Und in uns Ordnung schaffen. Wer sein Herz öffnet für die Liebe zu sich selbst, das ist wichtig, und zu dem kleinen, wütenden, verletzten, ängstlichen oder traurigen Kind in sich, zu seinen Mitmenschen und zum Leben, wer sich entscheidet, das bisher Ungeliebte jetzt zu durchlieben, der wird in diesen Jahren große Sprünge in seinem Leben machen können und Veränderungen herbeiführen, die er als Wunder empfindet, weil der Verstand sich nicht vorstellen kann, was die Liebe bewirken kann. Nutze dein Wochenende für Stunden der Stille mit dir selbst, für Reflexion, Besinnung, Meditation. Beantworte dir einmal schriftlich folgende Fragen. Was soll mir das Wichtigste in meinem Leben sein? Was zählt für mich wirklich, worauf ich in meinem Alltag meine Aufmerksamkeit richten kann? Wie gut, liebevoll, geduldig gehe ich täglich mit mir selbst um, in meinen Gedanken und Handlungen? Bin ich mir selbst die beste Freundin oder der beste Freund? Was liebe ich an mir und wofür liebe ich mich oder lobe ich mich auch? Wie viel Zeit schenke ich der Pflege meines Innenlebens, dem bewussten Durchfühlen meiner unangenehmen Gefühle und der Klärung meiner Gedanken, der Muße und dem Genuss am Mit-mir-Sein? Wenn ich einmal aus meinem Körper gehe, welche Qualität von Leben möchte ich dann gelebt haben? Wie möchte ich einmal zurückschauen können auf das dann von mir gelebte Leben? Ich wünsche allen ein besinnliches Wochenende, bei dem du selbst im Zentrum deiner Aufmerksamkeit und Liebe stehst und am Sonntagabend sagen kannst: Ich war wirklich für mich da. Das sollte man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, anstatt immer sich über andere aufzuregen, mit sich selbst anzufangen. Ganz einfach. Anfangen, sich zu lieben und zu mögen. Wichtiger Punkt. So, und das war's mal wieder für heute. Wie man im Hintergrund leicht sehen kann, bei uns liegt noch kein Schnee. Es hat zwar mal ein bisschen geflockt heute Vormittag, aber hier ist im Grunde noch gar nichts. Schauen wir mal, wann uns der erste Schnee erreicht. Wir werden sehen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, fürs Zuhören, wünsche allen, man weiß es nicht, noch ein ruhiges Wochenende, wer weiß, was auf uns noch so zukommt. Viele liebe Grüße an alle, wie immer, eure Conny vom Honigmann und Tschüsschen.